Novena zu Ehren der Mutter der Barmherzigkeit, achter Tag. Zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des linken Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebten Braut. Wir beten für die armen Seelen im Fegefeuer und empfehlen sie in besonderer Weise der Mutter Gottes der Barmherzigkeit. Sie ist die große Helferin der leidenden Seelen im Fegefeuer und setzt ihre ganze Macht ein, um sie möglichst bald zu befreien. Wir wollen die Mutter Gottes der Barmherzigkeit trösten, indem wir den Rosenkranz für die armen Seelen beten, oftmals das kostbare Blut aufopfern, zu ihrer Befreiung und für sie Ablässe gewinnen. Wir bitten die Mutter Gottes der Barmherzigkeit, Fürbitte einzulegen für die armen Seelen im Fegefeuer. Mögen ihre Leiden gelindert werden durch den Strom des kostbaren Blutes, der ihnen Barmherzigkeit erwirkt. Mutter Gottes der Barmherzigkeit, du willst, dass alle Seelen aus dem Fegefeuer befreit werden. Erbitte von Jesus Verkürzung ihrer Läuterungszeit, damit die Größe seiner Barmherzigkeit an den Stätten der Läuterung gepriesen wird. Erbitte den Priestern die Gnade, oftmals der Seelen im Läuterungsort zu gedenken und die Gläubigen aufzufordern, für sie zu beten. Hilf, dass deine getreuen Verehrer auch Werke der Barmherzigkeit stellvertretend für die armen Seelen verrichten, die darin in ihrem Leben Unterlassungen begingen. Barmherziger Jesus, erhöre die Fürbitte der Mutter Gottes, der Barmherzigkeit und Befreiung der armen Seelen aus dem Fegefeuer. Dein kostbares Blut vermag ihren Leiden zu lindern, und deine glorreichen Wunden sind die Pforten für ihre Befreiung. Deine geliebte Mutter ist die Fürsprecherin aller Seelen, die sich im Läuterungsort befinden, und sie fleht unaufhörlich um dein Erbarmen. Um der unendlichen Verdienste deines bitteren Leidens und der Schmerzen Mariens willen, befreie die armen Seelen aus dem Fegefeuer, die dort deiner göttlichen Gerechtigkeit Genugtuung leisten. Dann werden sie im Himmel auf ewig deine Barmherzigkeit lobpreisen. Amen. O Maria, öffne uns das Tor der Barmherzigkeit. Aber du hast doch hier mehr geschickt, Oma. Ja, jetzt gerade. Ach so. Es läuft die Aufnahme, aber das schneide ich dann weg im Anfang. Das lasse ich jetzt. Ach so, da habe ich es nicht Obacht gegeben, ja. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Rosenkranz zur Mutter Gottes der Barmherzigkeit. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflutet die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Erschaffer von Himmel und Erden, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist vom Heiligen Geist, geboren durch die Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich der Hölle, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Öffne uns, gebenedeite Gottesmutter, das Tor der Barmherzigkeit, dass wir in der Hoffnung auf dich nicht verloren gehen, sondern durch dich befreit werden aus aller Not, denn du bist das Heil der Christenheit. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Öffne uns, gebenedeite Gottesmutter, das Tor der Barmherzigkeit, dass wir in der Hoffnung auf dich nicht verloren gehen, sondern durch dich befreit werden aus aller Not. Denn du bist das Heil der Christenheit. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbittet der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbittet der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbittet der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbittet der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbittet der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbittet der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbittet der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers, Jesus Christus, erbittet der Welt sein großes Erbarmen.
durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Öffne uns, gebenedeite Gottesmutter, das Tor der Barmherzigkeit. Dass wir in der Hoffnung auf dich nicht verloren gehen, sondern durch dich befreit werden aus aller Not. Denn du bist das Heil der Christenheit. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Öffne uns, gebenedeite Gottesmutter, das Tor der Barmherzigkeit, dass wir in der Hoffnung auf dich nicht verloren gehen, sondern durch dich befreit werden aus aller Not. Denn du bist das Heil der Christenheit. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Öffne uns, gebenedeite Gottesmutter, das Tor der Barmherzigkeit, dass wir in der Hoffnung auf dich nicht verloren gehen, sondern durch dich befreit werden
aus aller Not, denn du bist das Heil der Christenheit. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Quelle des Erbarmens, Gottesmutter. Würdige uns deines Mitleids und rette dein Volk. Quelle des Erbarmens, Gottesmutter. Würdige uns deines Mitleids und rette dein Volk. Quelle des Erbarmens, Gottesmutter. Würdige uns deines Mitleids und rette dein Volk.